Rainer, du hast ein Referat gehalten vor der Corso-Versammlung, vor den Mitgliedern, das zum ersten Mal eigentlich beantwortet wurde mit einer regen Diskussion, an der auch alle Verbände teilgenommen haben. Wie kommt das? Ich bin eingeladen worden, um hier in dieser Strategietagung ein Referat, ein Impulsreferat zum Thema Bildung und Religion bzw. Weltanschauungsgemeinschaften zu halten. Diese Einladung habe ich sehr, sehr gerne angenommen, einfach aus dem Grunde, weil auch die Verbändevielfalt versammelt war, weil fast alle Mitgliedsverbände des Corso hier waren und damit auch bewusst ist, dass es dort unterschiedliche Ansätze gibt, das zu betrachten. Es gibt einerseits den Ansatz, das politisch zu betrachten, aus dem Blickwinkel eines idealen Staates her, was muss er leisten, wie soll die Bildung aussehen, wie wird religiöse, weltanschauliche Neutralität gewahrt und auch aus einem weltanschaulichen Ansatz heraus, der sagt, ich möchte als Weltanschauung mit den Religionen gleich behandelt werden. Von daher fand ich auch die Diskussion sehr angeregt, ich fand sie auch sehr spannend, auch ich selber werde einige Dinge daraus mit nach Hause nehmen und in künftigen Vorträgen verwerten können. Gut. Die Diskussionen sind von den Verbänden aus unterschiedlichen Aspekten herausgeführt worden. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der größte Verband, der HVD, den Ansatz, dass er sagt, die Kinder stehen in unserem Mittelpunkt und wir richten alles nach den Kindern ein. Ist das richtig? Habe ich was falsch verstanden? Und wohin soll das gehen? Weil wir haben ja eine Verfassung, wir haben Schulgesetze und so weiter. Ich denke, das ist das Anliegen einer jeglichen vernunftgeleiteten Bildung, einfach das Kind, denjenigen, den Lernenden im Mittelpunkt zu sehen. Ich denke, da gab es keinen großen Dissens drüber, dass das Wichtigste die Personen sind, die Schülerinnen und Schüler und auch Kinder bereits im Kindergarten. Der Ansatz, den ich vertrete, ist der zu sagen, eine jegliche Bildung, die vom Staat finanziert ist, muss einer weltanschaulichen Neutralität genügen. Das heißt, dass Privilegien von Religionsgemeinschaften, wie zum Beispiel der Religionsunterricht jetzt oder auch Gottesdienste, die in der öffentlichen Schule abgehalten werden, dass diese nicht aus der Tasche aller Steuerzahler finanziert werden dürfen. Du sagst, es war eigentlich Konsens, obwohl sich so viele rege beteiligt haben. Ist zu dem Thema einfach sehr viel zu sagen? Ist das sehr breit? Das Thema ist so breit, weil wir eine Verfassung haben, welche Dinge angelegt hat, wie die Freiwilligkeit des Religionsunterrichtes. Die einzelnen Landesverfassungen kümmern sich um Bildung, auch um frühkindliche religiöse Bildung oder weltanschauliche Bildung. Die entsprechen sich nicht immer hundertprozentig. Wir haben Schulgesetze in den einzelnen Bundesländern, die nochmal unterschiedlich sind. An den Schulgesetzen hängen Erlasse, hängen Verwaltungsvorschriften. Und um das alles zusammenzutragen in einem Verband, einem Dachverband wie dem Corso, der bundesweit agieren möchte, das ist eine Riesenaufgabe und da gibt es natürlich sehr, sehr viel zu sagen. Du hast schon gesagt, du nimmst die Anmerkungen der anderen Teilnehmer mit nach Hause. Wie könnten denn die nächsten Schritte sein zu dem Thema? Die nächsten Schritte zu dem Thema im Corso könnte sein, erneut halt eben die Verbändepositionen zum Bereich Bildung, auch zu Weltanschauung und Bildung, Religion und Bildung, erneut abzufragen. Ich habe versucht, in meinem Referat darzustellen, wie ist die Realität an den Schulen und was ist also unsere Wirklichkeit und was steht tatsächlich in Gesetzen und wo ist da die Differenz. Und das wurde auch vielfach bestätigt, dass es dort eine ganz, ganz große Differenz gibt, die auch tatsächlich nicht religiöse Kinder benachteiligt und nicht religiöse Eltern. Der Bereich der Weltanschauungskunde in den Schulgesetzen. Also die Weltanschauung wird halt mit der Religion gleichgesetzt und es gibt dazu dann den Zwangsersatz, die Ethik in vielen Bundesländern, aber auch das ist nicht einheitlich geregelt. Und man sollte vielleicht einmal als nächsten Schritt zusammenfassen, was ist denn eigentlich die Rechtslage, die Erlasslage in allen Bundesländern zu Religionsfächern, zu Weltanschauungsfächern, zu den Zwangsersatzfächern, was wiederum macht Berlin. Berlin hat ein Sondermodell, dass dort Ethik verpflichtender Unterricht ist für alle. Und das alles sollte man, denke ich mal, zusammentragen und dann daraus kann man agieren. Schönen Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage an den IBKA, Pressechef und eben auch an dich als Teilnehmer. Also jetzt nicht mehr zum Referat.
Ja, es kam das Wort Konsens häufig vor, es kam das Wort so lange häufig vor und es kam auch die Terminologie zum Humanisten oder zum Atheisten. Was war gut, was kannst du oder wo kannst du als IPGA-Vertreter sagen, da sind wir ein Stück weitergekommen? Erstmal war es die Vorbereitung, wo der große Vorstand, auch der Vorsitzende Helmut, hatte eine sehr gute Vorbereitung geleistet, indem er den Fragenkatalog rumschickte, wo ich den Eindruck hatte, alle beteiligten Verbände haben den auch sehr ernsthaft beantwortet, sodass wir Gemeinsamkeiten in der Verbändestruktur feststellen konnten. Das fand ich sehr, sehr positiv. Wenn es 80 Fragen gibt und wie Helmut sagte, war Konsens bei 40 Fragen etwa, dann ist das die Hälfte. Es gibt bestimmt noch viel mehr Fragen, die man stellen kann, viel mehr Antworten, die man einholen kann. Das fand ich aber eine sehr, sehr schöne Angelegenheit, dass alle Vertreter untereinander mitkriegen konnten. Wir sind uns erstmal wohlgesonnen, wir nehmen uns gegenseitig ernst, wir diskutieren offen und ernsthaft miteinander und wir wollen auch etwas erreichen. So nehme ich auch ein sehr, sehr schönes Gefühl mit nach Hause und auch mit in den IPGA, sodass ich dort davon berichten kann. Gab es 1, 2, 3 Fragen, die du besonders wichtig fandst, dass sie einen Konsens hatten oder eben gerade nicht? Ich fand es sehr wichtig, dass beispielsweise im Bereich der Schulpolitik, der Bildung gesagt wurde, lass uns hingehen und lass uns gucken, was alles läuft falsch, lass uns das sammeln, weil das ist mein Tätigkeitsbereich innerhalb des IPGA seit etwa 2007, dass ich Eltern, Schüler und Lehrer berate zu den Themen, was läuft falsch und dass ich Hilfestellungen leiste. Wenn dieses auf eine breitere Basis gestellt wird, das freut mich sehr, das finde ich sehr gut. Und ja, das war das hauptsächliche Ding, deswegen war ich hier. Wann wird es nochmal über die nächste Tagung geben? Das ist mir im Moment, die Korso-Planung ist mir nicht bewusst. Die kann ich, weiß ich nicht. Danke. Gerne. So.